Hallo und willkommen in Kasan, in der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan, 700 Kilometer östlich von Moskau, treffen wir auf mehr als 1300 junge Teilnehmer des diesjährigen WorldSkills-Wettbewerbs aus mehr als 60 Ländern. Die Berufsolympiade findet alle 2 Jahre statt. Teilnehmer bis zu 23 Jahren treten in nicht-akademischen Berufen gegeneinander an. Aktuell gibt es 52 Disziplinen, von Floristik bis hin zum Schweißen. Caroline Söderquist gewann 2017 in Abu Dhabi. Jetzt arbeitet sie beim schwedischen Militär. Davor hatte ich niemals einen Schraubenzieher in der Hand, aber dann hörte ich gerade von dieser Disziplin, der Flugzeugwartung, und war fasziniert von der Komplexität und der Einzigartigkeit. Ich fing damit an und liebte es von der ersten Sekunde an. WorldSkills ist nur einer von vielen internationalen Wettbewerben in Kasan. Die Events eröffnen Tatarstan mit seinen fast 4 Millionen Einwohnern neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Solche Ereignisse prägen die Menschen. Wir bekommen neue Freiwillige, neue Fachleute. Sprachen müssen gelernt und die Hotels und die Verkehrsinfrastruktur müssen vorbereitet werden. Kasan mit seiner multikulturellen Geschichte, die über ein Jahrtausend zurückreicht, hat sich durch die Veranstaltung entwickelt. Es gibt eine bessere Infrastruktur, verbesserte Verkehrsanbindung und das neue großzügige Expo-Zentrum für die WorldSkills. Um die Wirtschaft anzukurbeln, brauchen wir hochprofessionelle Arbeitskräfte, wir brauchen Investoren. Deshalb verfolgen wir einen umfassenden Ansatz und entwickeln die Infrastruktur. Das zieht ausländische und russische Investoren an. Tatarstan ist nicht nur bei Touristen beliebt, die Republik gehört auch zu den führenden Regionen Russlands, die ausländisches Kapital anziehen, wobei die Türkei, Deutschland und Frankreich am meisten investieren. Eine eigene Regierungsbehörde erleichtert ausländische Investitionen. Tatarstans Industrie ist gut aufgestellt. Petrochemie, Maschinenbau sowie Landwirtschaft und Energie als wichtige Sektoren. Heutzutage ist jeder Wirtschaftsbereich untrennbar mit Digitalisierungsprozessen verbunden. Daher sollte man natürlich in die Informationstechnologie investieren. Innopolis City wurde vor 4 Jahren vor den Toren Kasans gegründet. Aktuell hat die Sonderwirtschaftszone mehr als 3500 Einwohner. Dort hat die erste russische Universität mit Schwerpunkt fortschrittlicher Informatik und Robotik ihren Sitz. Hier bieten wir jungen Berufstätigen die einzigartige Möglichkeit zu lernen, zu leben, zu arbeiten, zu entspannen und Kinder großzuziehen. Alles an einem Ort. Die Innopolis University will Fachleute ausbilden, die die russische IT und Robotik international wettbewerbsfähig machen. Mehr als 80 Fakultätsmitglieder kommen aus 22 Ländern, darunter Professor Bertrand Meyer, ein führender Experte für Software Engineering an der ETH Zürich. Vor 5 Jahren hatte noch nie jemand etwas von Innopolis gehört. Es war also ein Wagnis. Aber die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet. Die Studenten haben Stipendien. Sie profitieren von einer Fakultät mit Professoren aus ganz Europa, Asien und Nordamerika. Russische und ausländische Studenten können sich um Stipendien bewerben. Unterrichtssprache ist Englisch. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Ausbildung. Die Mitarbeiter der Universität arbeiten eng mit Vertretern der Industrie zusammen, um den Studenten die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln. Eine kurze Fahrt mit dem selbstfahrenden Taxi bringt den Euronews-Reporter zum Technopark mit 99 Unternehmen. Vom IT-Giganten bis zum Studenten-Startup. Der französische multinationale Konzern Schneider Electric arbeitet an IT-Sicherheits- und Softwarelösungen. Man sollte nicht vergessen, dass wir hier in einer Sonderwirtschaftszone sind. Es gibt gewisse Steuererleichterungen, die für uns wichtig sind. Und es gibt ein junges, sehr ehrgeiziges Team, das uns bei allem unterstützt und alle auftretenden Probleme sehr schnell löst. Mit seiner modernen Infrastruktur und einem attraktiven Investitionsklima will Tatarstan Fähigkeiten, Wissen und Geschäftsmöglichkeiten zusammenbringen.